Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren ProClub-Folge. Wir haben uns wieder zusammengefunden und das bedeutet, dass der Malte wieder da ist. Moin Leute. Und auch der Georg ist am Start. Hallihallo. Und auch ich bin wieder mit dabei, der Tess. Und ja, wir haben uns mal wieder Zeit genommen und zusammengefunden, um jetzt eine weitere ProClub-Folge aufzuzeichnen. Bis jetzt läuft es ja sehr gut, haben auch wieder einen guten Start in Liga 7 gefunden, 2 Siege. Und ja, das eine Unentschieden sehe ich auch noch, hat sich in unserer Historie erstmal festgebrannt. Ja, war das ja die noch so ein bisschen an uns, also. Ja, da waren wir richtig down, aber. Das tat schon weh, aber gut. Leben geht weiter, ne? Da war die Stimmung kurz ein wenig unten, aber es hat sich natürlich dann wieder gut gefangen, 3 Siege danach gelegt und dann wollen wir auch daran wieder anknüpfen. Richtig, ich bin schon hier im Ligaspielmenü, ihr könnt da nochmal reinkommen. Ja, ich bin gerade unten, ich glaube, meiner ist noch auf ZOM gestellt und das bedeutet, dass ich dann vielleicht auch alle spiele, oder? Ja. Richtig, da hätte ich jetzt nämlich auch gefragt, weil ich glaube, ich bin noch Stürmer. Ich muss jetzt mir kurz. Ja, dann mache ich jetzt einfach wieder einen linken Stürmer. Jo. Tu das. Der Georg mir auch schon einen Kapitän geben? Ja, mache ich. Andere Formation? Na sicher. Fragezeichen? Also ich meine jetzt nicht. Also ach so. Nicht wir könnten auch mal was Neues testen, finde ich. Nee. Wieso? Ganz ehrlich. Es läuft doch gut. Jetzt, ja, aber vielleicht liegt es ja auch an unserer spielerischen Klasse. Wer weiß das denn schon? Wir können ja einfach mal die enge Raute spielen, was ganz anderes. Aber also ich würde es nicht schlecht finden, wenn wir mal was anderes testen. Haben wir 4-2-3-1 schon mal probiert? Ja, ganz am Anfang. Obwohl? Nee, ich glaube nicht, oder? Also bisher hatten wir doch nur 4-4... Das ist ja die Frage, wie will man das denn regeln, wenn man jetzt 4-2-3-1 spielt? Dann, okay, einer kommt über die Außen, einer über die Mitte und wahrscheinlich, wenn man vorne ist, wird sich das eh wieder so ein bisschen mischen. Kann nee, man aber mal testen. Mir nicht. Aber wie wäre es mit 4-3-2-1? Ja, das dann schon eher. Oder man kann natürlich auch 4-3-1-2 wählen. Ich hätte jetzt einfach ja, mal das, gesagt. Ja, doch, lass das mal zocken. Ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht umstellen. Meiner ist jetzt ZOM. Ist ehrlich gesagt die gleiche Formation, die wir vorher gespielt haben. Das ist ein bisschen anders angeordnet, aber das tut sich nicht viel. Ich würde uns vorschlagen, dass wir einfach mal eine Dreierkette testen. Wollte ich jetzt sagen, wir können auch einfach 3-5-2, glaube ich, ja, wählen. Ja, genau, die hätte ich jetzt auch gesagt. Weil die, die mag zumindest im 1-on-1 auch ziemlich gerne. Richtig. Und die im Pro-Club spielen. Dann probieren wir, ich glaube, normalerweise siehst du im Pro-Club von den anderen Teams halt relativ häufig auch Fünferketten, Dreierketten dann dementsprechend viel, viel seltener. Weil halt du damit richtig schnell alt aussehen kannst gegen irgendwelche schnellen Pros. Man geht halt gut Risiko jetzt mit dem Ganzen, aber... Ja, aber es kann natürlich auch Bombe laufen, ne? Ja, also ich finde ja, das 3-5-2 ist trotzdem in der Defensive, trotz der 5-3er-Kette, trotzdem unglaublich kompakt durch die 2 ZDMs und die Flügelspieler, wenn sie halt richtig mit da hinten mitarbeiten, auch. Ja, da brauchen wir defensiv Ausgerichtete, die irgendwie eine Defensiv-Arbeitsrate haben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also wenn die eine Defensiv-Arbeitsrate haben, dann geht es. Wenn man da irgendwie Offensivspieler hat, ich habe mal, ich glaube FIFA 12 war das mit England gespielt und einfach nur die schnellen Spieler, da war auf einmal alles vorne, dann konnte es knicken, aber wenn man da ein bisschen drauf achtet, sollte das eigentlich passen. So, jetzt muss ich mal hier wieder gucken. Hoher Druck? Ja, okay, Dreierkette, na gut, kann man machen. Ja, also ich spiele... Hoppa! 5 Sterne eigentlich, wenn ich die 3-5-2 spiele, spiele ich eigentlich mit hoher Druck. Ja. So, jawohl. Außen. Oh. Könnte noch kommen. Haben wir auch. Sehr schön. Das war natürlich ich laufe in die Mitte rein. Gut. Ah, schade. Aber da sind wir schon mal das erste Mal gut durchgekommen. Ja. Jetzt kann sich gleich mal der Benny beweisen. Fuck, ich stehe jetzt wieder auf meinen Abschluss, glaube ich. Sehr gut, Malte. Ja. Ich glaube, der ist abseits. Nee? Ist er nicht. Boah, schade. Schade, war natürlich echt klasse gespielt. Ich habe natürlich... nicht das Beste rausgeholt. Alter, was mache ich denn hier? Ich laufe hier eben einfach im Nirgendwo rum. Ich muss mich mal wieder voll daran gewöhnen, dass ich nur wieder einen habe. Oh, die gehen eine krasse Umstellung. Wie heißen denn die Spieler heute? Todd, Monk. Wird das eigentlich random zusammengesucht oder wie setzen sich unsere Mitspieler zusammen? Random. Es gibt so einen gewissen Pool an Namen, die dafür in Frage kommen und da wird dann zufällig ausgewählt. Ah, okay. Mein Spieler spielt hier ein bisschen mit dem... Bleib mal kurz. Oh. Ja. Doppel. Oben läuft er. Ja, ich wollte die anspielen. Aber macht's aber dann nochmal ruhig. Steil. Schön. Ein weiter. Schade. Ah. Hast du noch? Geht was. Schieß rein, ja. Oh, ich hab getackelt und das war eben noch das scheiß Tackle, was da drin war. Jetzt steil. Ah, schade. Jawohl, nochmal nachsetzen. Linie. Gut. Ich lauf steil. Oh.
Mit dieser First. Mit, ja. Weil ja, die da kommen muss hinten man gar nicht raus, wie man jetzt gerade sieht. Ja, das ist echt krass. Ja. Also wie gesagt, das ist halt dieses... Ja, wollte ich. Schade. Scheiße. Boah. Oh, oh. Aber, also es ist schon riskant, ne? Wenn man hinten einen Fehler macht, dann sieht's dunkel aus, aber gut. Malte, du bist übrigens, wo bist du eigentlich? Du bist links, ne? Ja, die Flanke war ein bisschen optimistisch. Ich wollte eine Schussantäuschung machen. Ach so. Was ist das denn für ein Scheißpass? Der war so einfach zu spielen. Oh, jo. Oh. Nee. Das ist natürlich auch scheiße, dass ich grün bin. Ich sehe mich auch. Oh. Die Pässe sind ganz schön komisch irgendwie gerade. Oh. Oh fuck. Nee. Oh, krass, ey. Da kann ich gar nichts machen. Das ist kein Spieler ausgewählt. Ja. So. Warte, ich gehe oben. Ich nach außen. Neben Georg. Wenn das der Georg ist. Ja, oh. Das bin ich. Schade, das bist du, aber na. Ja. Ich laufe. Jetzt, jawohl. Ja, ich bin zweiten. Noch. Ich bin auf dem zweiten. Oh, Mann. Oh, no. Schade. Hab ich. Oh nein. Na. Hast du doch. Mach ja. Damit. Sehr schön. Seite. Oder. Oh, 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 Start, Mann. Doppel. Nein, nee, warte lieber. Gut. Linie, wenn ich sage. Ja. Nochmal. So. Ah, die spielen nicht schlecht bis jetzt, also muss man auch mal. Kommt zwar kaum hinten raus, aber die stehen recht solide bis jetzt. Ja, auf jeden Fall. Schön. Zweiter Pfosten. Geh in die Mitte. Ja, ja. Dann schieße ich rein. Ach, mach vor. Steht da halt einfach wieder richtig. Ja. Da muss ein Stürmer stehen, ne? Natürlich. Das ist jetzt, glaube ich, schon mal ein 20. Saisontor oder so. Hier schön gespielt, schon abgelegt. Ja, weil wir legen auch immer auf die Zeit. Du konntest dich nicht so richtig entscheiden, oder? Bitte? Konntest du dich nicht so richtig entscheiden, wo du jetzt hinschießt, kurz oder lang? Oder ich hat war der recht sicher, dass ich in die lange Ecke schießen möchte. Ja. Das Problem war, ich habe hier nicht mehr rechtzeitig auf den linken Leg bekommen, der starke Fuß ist. Stark verteidigt. Was ist jetzt? Was ist denn? Warte. Denkst du, ist eine gute Idee, hier kurz rauszuspielen? Ja, ja, okay. Ja, ist doch da. Genug Platz. Der ist eigentlich recht safe, wenn du den ordentlich spielst und dich dann richtig raus. Georg schlägt ein Luftloch? Ich wollte eigentlich schon tackeln, ja. Mhm. Boah, ey, wie wir alle zulaufen hier. Sauber. Ja. Das ist halt dann schon krass. Ein weiter? Ja, jawohl. Klar. Tausch auf den zweiten an. Oder wir können kreuzen, wenn du willst. Oder? Ja. Flanke mal rein, ich komme angeflogen. Nee. Ah, schade. Oh, den hab ich eigentlich. Ah, schade. Jetzt haben wir ins Leere gelaufen. Oh. Ja, das sind einfach diese dummen Pässe nach vorne. Ja, ja, aber die kommen nicht ungefährlich irgendwie bei denen. Ja, das liegt einfach daran, dass es natürlich Pros sind, ne? Ja. Also. Pros und Pros. Ich lauf nochmal. Ja. Schön, pass. Nice. Oh, komm, ich muss ihn irgendwie mal. Scheiße. Mann, aber nice nochmal rübergelegt. Ja. Oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Ja. Aber. Kriegst du hin. Boah. Nein! Boah. Ach, schön. Mit dem Fuß? Ne, ich gehe noch ein bisschen. Ich lauf immer noch. Ja, schön. Warte, ich komm, verzöger ein bisschen und dann kannst du ihn bringen auf den zweiten Pfosten. Ah, Ballannahme ist einfach wieder zu schlecht. Hm. Oh, das ist ein bisschen einfältig, was sie da immer probieren, oder? Hm. Also die spielen recht schnell dann einfach den Ball in die Spitze. Ja, und hoffen, dass dann einfach da der Ball irgendwie durchkommt. Finde ich ein bisschen zu stumpf. Wenn du es halt 90 Minuten machst, kannst du... Ja, irgendwann wird's mal passieren. Also irgendwann wird's mal ein Stellungsfehler passieren oder wird einfach klappen. Ja. Von daher wäre es gut, wenn wir das weiter schießen. Ach, mal. Oh. Komm bitte, so eine Schusstäuschung da. So, guck hier wieder, das ist immer das gleiche Muster. Ja. Ja. Nicht mit dir, Benny, oder? Nee, nicht mit mir, ne? Jetzt? Ja. Jawohl. Ja. Ich komme auch wieder auf den zweiten Pfosten, aber ich baue noch ein bisschen. Jetzt vielleicht. Der sollte auf den hinteren, Mann, der stand viel freier. Ich war aber auch gerade noch erst im Anlaufen, na gut. Linie sonst jetzt? Nee. Achso, ich sehe dich gar nicht. Ich habe dich echt nicht gesehen. Hä, was meint der? Wen soll ich denn anspielen?
Geh mal auf die Flanke. Och, zu lang. Ich bin gerade auf dem ersten, hast du noch auf dem zweiten leider. Ja, sehr schön. Sauber. Ein weiter? Ja. Ah, schade, den kannst du vielleicht direkt spielen. Bin ich nicht so der Fan von, auf so engem Raum direkt zu spielen. Weil, vor allem mit den schlechten Passwerten. Ja, man muss immer was riskieren, klar, das sind die anspruchsvolleren Bälle und da kann auch schnell, kann es schnell mal passieren, dass der Ball dann irgendwie nicht mit genug Druck oder so kommt, aber ich finde, wenn es klappt, dann sieht es halt auch richtig geil aus, wenn da mal so eine Kombination spielt. Das hatten wir jetzt ab und zu schon. Ja. Ab und zu kann man es mal versuchen. Ab und zu. Ach, scheiße. Oh, oh. Ach, oh, was ist das denn? Aber krasser Schuss, ey, heftig. Hier komplett ohne Ansatz. Ich konzentriere mich da eigentlich mehr darauf, dass ich nicht einen Stellungsfehler mache, dass er durchlaufen kann. Ja. Boah, ey, krass. Ist, ja. Alter. Ja, und jetzt laufen wir uns hier über den Haufen. Auch gut. Und so schnell geht das dann. Na, jetzt steht hier schon wieder nur unentschieden. Fuck, ja, man. Genau. Wobei das Tor gefallen ist, so wie ich es erwartet hätte, dass es irgendwie ein Steilpass halt war. Oh, ja, guck mal. Schön. Ja. Oh, oh, komm! Oh, hey. Pech, ey. Hey, was ist das denn? Oh. Fuck. Oh, ist unglaublich, ey. Wie oft ich schon in die Latte geschossen habe. Oder einen Pfosten. Ja, er war so geil gespielt, Mann. Ich habe erst gedacht, dass du ihn vielleicht noch einen weiterlegen kannst, aber war eigentlich alles richtig gemacht. Ich hab erst gedacht, aber. Gerichtet. Ordentlicher Abschluss und den haut er dann gegen Pfosten. Den Fuß. Wow, aber ist. Scheiße, das war dumm. Oh, immer dieses scheiß L1 plus Dreieck oder Dreieck nur. Oh, oh. Ja, sehr schön. Linie. Ja. Guck dir nicht, wie die Tricks nicht so viele sich. Also. Oh, knapp. Ja, ich bleib kurz lieber. Über? Jawohl. Also die Anspannung ist hier gerade nicht zu leugnen. Ja. Oh, der Versuch. Oh. Oh, oh. Oh. Nein! Alter. Den hab ich ehrlich gesagt drin gesehen, ey. Na, wo die da schon zu zweit so gelaufen sind und nur ein Abwehrspieler da. Ja. Habe ich auch ein bisschen schwarz gesehen. Ah, jetzt laufen wir beide dahin. Ist ja auch egal, dann haben wir den halt safe. Der kommt trotzdem immer zu mir, das ist auch super. Ach, Alter. Och. Wieder setze ich zu so einem Scheiß-Trick an, ey. Sorry. Ja, passt schon. Oh, oh. Oh. Nee, fuck. Oh. Oh. Mann, 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 ey. Ey, jetzt lass die Scoop-Turns mal lieber weg da im Mittelfeld. Ja, das ist jetzt hier. Einfach Fußball spielen. Sind auf jeden Fall jetzt besser in der Partie drin in der Zeit. Oh! Ja. Jetzt. Jawohl. Oh, kann ich auch schnell spielen. Sauber. Boah, wie langsam der ist. Nimm an erstmal. Oder danke. So. Nein! Den kannst du nochmal reinbringen. Schade. Warte eigentlich jetzt. Hoffe ich da drauf, dass da der Torhüter flach liegt und. So, jetzt. Ja. Ecke-Tor. Ja, ich warte mal, meine Ausdauer ist total am Sack. Meinst du, es bringt was? Ja, klar. Ja, klar. Wenn man die aufladen lässt. Kommt, komm! Nochmal einen absetzen. Nochmal? Sogar zum Torwart passen oder was? Nee, das war ein Schuss. Ein Schüsschen. Das sah aus wie ein Pass, ne? Ja. Oh, oh. Boah! Lustiger Zweikampf, ey. Nein! Das noch. Spiel auf Georg. Georg, jetzt und, aber. So. Ja, voll. Ja, um zweiten. Komm. Ah, schade. Hast du? Oh, wie bitter. Ja, ja, genau, immer der gleiche Scheiß. Spieler wieder steil. Diesmal hast du ihn auch. Schön. Weil du ein bisschen früh aus dem Abseits, ne? Danke. Ich auch gerade gemerkt. Warte, ich komm wieder. Boah. Ja. Ah, sorry. Schade, wir haben in der ersten Halbzeit lief es besser spielerisch. Ja, das ist gerade irgendwie nicht so flüssig. Wir machen viele dumme Fehler. Jetzt kannst du ihn stecken. Jawohl. Ja. Nochmal. Drauf, drauf, drauf. Ja, oh! Ah. Alter, immer der gleiche Käse, den die machen. Echt so abartig.
Komm, lauf wieder gegen eine Wand an. Boah. Mann, ey. Den Fuß wieder außen. Steil? Jawohl. Ich stehe Rückraum. Ja, oder? Flanke erst. Ja. Ach man, das ist aber auch zu einfach, wenn ich ihn jedes Mal so reinschalte. Aber ja, im Rückraum weiß ich nicht, da stand noch einer. Nochmal? Ja, schießen rein. Nice! Jawohl, Mann. Geht doch, ey. Meine Güte, wichtiges Tor, will man sagen. Einfach mal. Wieder so gestillt, Mann. Ja, ich meine, gut, die machen jetzt im Endeffekt den entscheidenden Fehler, werfen zu kurz ab und dadurch fangen sie sich das Tor. Dann brauchen wir nichts spielerisch zu machen, sondern... Ja, und jetzt hören sie ganz auf. Okay. Der war schon vorher ab und zu noch nicht... Oh. Muss ich spielen, sorry. Steh ich nicht. 77. Da ist noch alles drin. Nee, es scheint einer von denen nicht da zu sein. Oh. Das würde ich ja auch richtig feiern, so schön im Spiel drin, alles noch drin und dann sagt einer, ciao. Oh, das hatten wir schon im anderen Pro-Club. Ach, hier, ich gehe mal kurz eine rauchen. Ich bleib wieder da, Jungs. Ja, lass den Spiel für mich, ich bin da nur der Mittelstürmer. Am besten da alle Spieler. Ja, ein Glück bin ich nicht Raucher. Ja, ein Glück sind wir alle nicht Raucher. Ich bin grad nicht auf Toilette. So. Ich bleib jetzt einfach mal in der Mitte, Georg ist außen. Ja. Musst du ein bisschen mehr aufladen, Benny, wenn du ihn da hinten erreichen willst. Ja, das geht ja auch trotzdem. Jetzt oder so. Lauf. Ja, warte, ich gehe auf den zweiten. Schön gespielt. Oh, ey, so ein Pech immer. Problem war, ich war ungefähr 10 Sekunden lang damit beschäftigt, dass ich endlich den Spiel ausgewählt bekommen habe. Und dann war es natürlich echt klasse gespielt, aber... Ja, dann ist noch geschossen. Oh, oh. Oh, ist halt auch schwach in FIFA irgendwie. Also so ohne den Ball anzunehmen, wenn der Ball so flach kommt, das ist... Oh, da wäre gut. Ja. Na gut, aber da... Ja, da hätte ich mich mehr anbieten müssen, sorry. Oh, abseits. Nee. Raus. Jawohl, jetzt können wir Konter fahren. Oh Mann, warum spielt ihr den nach außen, nicht auf den, der Mitte steht? Nee, hat er. Boah, Junge, was macht der denn da? Nein, nein, nein! Boah! Ja. Oh. Steh außen. Junge, oh. Jetzt fängt er nicht an, auf 3 zu spielen. Das muss natürlich auch nicht sein. Junge! Was denn? Die standen alle nur so hoch und ich habe mir eine sichere Anspielstation gesucht, wie man gesehen hat. Aber das kann auch schief gehen. Da läuft einer an den Ball rein und dann... So, doppelt jetzt. Oh, ich habe direkt gespielt. Was? Hab ich kurz... Kurz. Oh, ich stand sogar gar nicht im Abseits. Jetzt. Oh, scheiße. Oh, oh. Auf geht's. Deiner, Benny. Ja, ja. Mach uns glücklich. Alter, was eine Partie. Oh, oh, danke schön. Komm, Schluss. Oh, das war sogar. Alter, das war natürlich ein Ende. Boah. Krass. Der hat auch da können wir mal ganz dick bedanken gerade, was der da alles rausgefischt hat. Und der Lattenkopfball ist natürlich auch nochmal ziemlich glücklich dann. Ja, ja gut, aber vorher hat er noch dann natürlich unnötig scharf, weil er am Ball vorbeispringt. Ja echt, und dann so ein Rückfallzieher, Pass in den Strafraum, ey, und dann holt er den noch. Ja gut, dann hat er wieder wettgemacht, ne? Ich würde sagen, die 3 Punkte nehmen wir mit und gut ist. Ja, wir haben richtig krass aufgeholt, was Schüsse und so weiter betrifft in der zweiten Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit muss man mal ganz ehrlich sagen, wir haben scheiße gespielt. Ja. Da war irgendwie nicht mehr viel mit irgendwelchen Kombinationen, dumme Ballverluste. Ich glaube, ich hatte allein 3 miteinander irgendwie einen dummen Scoop-Turn angesetzt und dann zum Teil haben sie dann aber auch einfach ganz gut verteidigt. Na, ich glaube, der erste dumme Scoop-Turn war von mir und danach hast du 2 hinterhergelegt. Ja, ja, genau. Ja. Ich habe zum Glück nur 3 Sterne gehabt, dieses Spiel. Ich habe vor- und nachgeschaut. Check das auch nicht. Also ich habe mich irgendwie gefreut, dass ich 5 habe und dann natürlich. Nee, ich kann dir das erklären. Das haben die in den Kommentaren öfter geschrieben. Also das hängt damit zusammen, dass dein Spieler so gewisse Formpunkte kriegt und so, wenn du jetzt Tore schießt und so weiter, irgendwie solange du die Sterne noch fest hast. Georg, das ist nicht so. Okay. Es wird einfach so sein, das ist meine Erklärung, das ist ja verbuggt, dass wir teilweise 5 Trick-Sterne haben. Und teilweise setzt es sich dann wieder auf den normalen Ist-Richtig-Zustand zurück und dann verbuggt es sich wieder und dann haben wir auf einmal wieder mal 5. Und ich glaube, wenn man irgendwann sich mal wirklich legitim die 5 Trick-Sterne erarbeitet hat, dann hat man sie auch durchgehend. Wie lange dauert das denn ungefähr? Also, was also ich weiß nicht, ich sehe manchmal, wenn ich mal einen Gegenspieler austrickse mit einem Trick, dann bekomme ich, was ich auf einmal 20 von 20 ausgetrickst, einen Trickstern mehr oder sowas. Das kannst du dann nachschauen in den Leistungen. In den Challenges dann, ne? Ja. Wir beenden mal die Episode, oder? Ja, würde ich auch sagen. Genau, also war ein richtig spannendes Spiel gegen Ende, oder auch die ganze Zeit eigentlich.
Okay, am Anfang dachte ich eigentlich ehrlich gesagt, dass wir die im Sack haben, dass wir mit der Dreierkette richtig kompakt vorne direkt Druck machen, dass sie gar nicht erst rauskommen. Ja. Aber da haben sie doch die Mittel gefunden, auch wenn sie recht einfach waren. Na gut. Wie gesagt, also ich denke, man hat deutlich gesehen, dass wir die erste Halbzeit auch besser spielerisch gestaltet haben. Und ja, daran müssen wir arbeiten. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Hallo und Gast sauber. Euer Tess. Ja, bis dahin. Das darfst du nächstes Mal gerne versuchen. Bis dann. Wie es dazu kam, schauen wir uns hier nochmal ein wenig genauer an. In diesem Screen kann man schon den ersten Faktor sehr gut sehen, der entscheidend ist für die Erfolge.